haben eine richtig geile Saison gesehen, mit Höhen und Tiefen. Und es gibt trotzdem vieles, was wir jetzt verändern. Und traurig ist, dass wir den Kader zwar sehr umgestalten, dass uns aber viele alle Mann verlassen werden. Egal, warum jemand weggeht vom Tivoli, es bleibt ein Allemann, es bleibt ein Teil von der Geschichte, die wir die letzten anderthalb Jahre hier erlebt haben, vom Nichtabstieg, von einer wirklich guten Saison dieses Jahr. Und da gehört es zu, dass wir Dankeschön sagen. Jetzt haben wir noch eine Chance, die Saison uns gebührend von unseren Jungs zu verabschieden, mit dem letzten Heimspiel gegen Schalke 2. Jetzt müssen wir einfach zeigen, dass das Alemannenherz groß ist und dass wir damit alle noch mal bejubeln hier am letzten Heimspiel der Saison und sie noch mal richtig hoch feiern werden. Es ist schon beachtlich, was die Jungs da hier an Leistung bringen, was aber auch unsere Fans an Leistung bringen, was der Businessbereich, unsere ganzen Sponsoren machen. Das ist all das, was wir im Moment an Auftrieb haben und jeder ist dabei. Und das soll uns die Kraft auch geben für die kommende Saison, nochmal alles rauszuhauen und das Unmögliche möglich zu machen. Ja, jetzt stell dir das nochmal vor, wir verkaufen 8500 Dauerkarten und haben nächstes Jahr hier alles voll. Das wäre doch ein Traum. Ja, das Stadion haben wir das ein oder andere Mal voll gesehen und wenn wir das für die nächste auch hinkriegen, ist das mehr als der 12. Mann und könnte was Großes bewirken. Schwarz und Gelb sind unsere Farben, Schwarz und Gelb ist unser Verein. Ha. Wobei ich habe ja seit Wochen Alemannia am Aufstiegsjahr im Kopf. Ja, aber dazu müssen wir noch viel tun. Wir haben noch hart dran zu arbeiten. Ja,